Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Weiter geht es mit den Black Series 6-Inch Figuren von Star Wars, diesmal ab 2019. Die erste Figur ist Han Solo mit dem Bahn-Outfit und zwar aus dem Film Solo Star Wars Story. Diese Figur hat die Nummer 78 und die Verpackung ist auch hier in Deutsch gehalten, so wie sie dann jetzt letztendlich bisher alle sind, in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch hier eben im Deutschen. Nach seinem Ausschluss aus der Imperialen Akademie muss sich Han Solo als Mud Trooper auf dem Bahn verdingen. Während seines Aufenthaltes lernt er in einer Begegnung, die sein Leben verändern würde, einen imperialen Gefangenen mit Namen Chewbacca kennen. Die Verpackungen sind seit Jahren ähnlich gestaltet, mit einem Blister hier an der Seite, kleineres Fenster und hier nochmal an der Seite der Name und hier mit Großbuchstaben. Das Inlay-Pappdeckel kann herausgenommen werden. Und ja, hat noch einen kleinen weißen Zettel dabei mit Sicherheitshinweisen, der ist jetzt hier nicht mehr dabei. Und auf dem Blister schön aufgestellt die Figur mit den Accessoires, die man auch dann wieder bequem hineinstellen kann und ins Regal. Diese Han Solo Figur ist eine wirklich wunderbar gestaltete Figur. Sehr viel Detail, sehr viel Zubehörs und einfach eine klasse Erweiterung zu den Imperialen. Die Figur, wie alle anderen, da gehe ich dann auch später nicht mehr weiter darauf ein, ist vollkommen beweglich. Ellenbogen, Schultern, die Hände, am Bauch, die Beine, Knie und die Füße. Ebenso wie der Kopf, welcher auf einen Balljoint sitzt. Doch kommen wir zur Figur selber. Der Mud Trooper, der hier ohne schwere Rüstung ausgestattet ist, hier mit einem verschmierten, dreckverschmierten, matschverschmierten Mantel, der auch hier schon einigermaßen durchlöchert ist und auch abgenommen werden kann. Aus einem etwas festeren Material, aber nicht zu fest. Er wird hier eigentlich lediglich hier oben an diesen Schnallen hier eingeklipst und hat nur eine leichte Befestigung, aber nichtsdestotrotz bleibt er eigentlich ganz gut an der Figur haften. Des Weiteren hat er hier eine ähnliche Rüstung wie ein AT-AT. Commander, wie General Veers damals als Figur. Also mich regen diese Füße auf, irgendwie die Gelenke, ganz ehrlich. Man hat Angst, dass man sie abbricht und, ach nee. Aber gut. Ansonsten hier gutes Schutzpanzerung mit einigen Dreckspuren, Blasterschüssen, Abnutzungsspuren, ebenso wie der Helm. Die Brille übrigens auch ein extra Stück. Hier ein bisschen ein Comlink, aber halt kein transparentes Glas. Man kann ihn hier übers Gesicht ziehen. Und des Weiteren war auch noch hier eine Maske dabei, eine Atemmaske, die hier etwas drunter geschoben wird. Und hier hinten an der Rückenplatte werden dann die Atemschläuche eingesteckt. Dann der Mantel wiederum und somit kann man eigentlich, wenn man mehrere Figuren davon hat, eine ganze Armee davon bilden. Das schaut auch geil aus. Aber der Helm und die Maske können abgenommen werden. Na komm schon. Und darunter
ist dann das Gesicht des jungen Han Solo. Sehr gut getroffen. Ja, mit diesen blöden Gelenken. Ich hasse diese Dinger. Hier nochmal einen kurzen Blick auf den Helm. Also ich finde diese Figur klasse. Ich finde auch den Film klasse, weil er einfach sich was anderes getraut hat. Nicht nur mit Lichtschwertern oder irgend sowas, Jedis. Nein, er war für mich wirklich eine große Bereicherung, das Universum von Star Wars einfach von einer anderen Seite zu zeigen. Dieses Accessoire des Blasters ist eine neue Version eines Rival-Gewehrs und des normalen Blaster. Hier mit zwei Griffen. Und die Farben sind auch etwas mehrfarbig und abgenutzt. Finde ich auch schön. Wie bei den anderen Figuren auch, kann man die Waffe hier ganz gut positionieren. Zumindest passen sie gut in die Hände. Links oder rechts. Wobei rechts eigentlich mehr der Finger dabei ist für den Abzug. Und eben dann mit der anderen Hand. Bei dieser Waffe unter anderem kann man hier an der Seite das angebrachte Teil abnehmen, beziehungsweise wenn es mal abfällt, vielleicht falls es angeklebt ist, es gehört hier hin. Man hat hier eine Schiene und die fügt man einfach hier so ein und dann hält es eigentlich auch wieder. Die Nummer 79 ist Dryden Voss, auch ebenfalls aus der Solo-Line, beziehungsweise aus dem Film Solo, Star Wars Story. Hier 79, auch hier wieder mehreren Sprachen, unter anderem auf Deutsch. Der öffentliche Vertreter der Verbrechersyndikats Crimson Dawn, Dryden Voss, ist ein Widerspruch in sich. Ein erbarmungsloser Vollstrecker, der für seinen Wohlstand und guten Geschmack bekannt ist. Jedoch darf man seine guten Manieren nicht fälschlicherweise für Schwäche halten, denn er kann sich blitzschnell vom großzügigen Gastgeber in einen unbarmherzigen Killer verwandeln. Dryden Voss finde ich ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Star Wars Figuren gewöhnungsbedürftig. Nicht nur, dass hier das mit den Beinen für die Gelenke ein bisschen seltsam aussieht, sondern auch, er hat keine Stiefel in der Hinsicht an, sondern so wie Lando, einfach Schuhe, ja, und Hosenbeine, die drüber gehen. Naja, gut, wie dem auch sei, er hat viele Details, hier zum Beispiel der Ring, ebenso hier wie dieser Kommunikator-Manschette und auch hier im Gesicht diese ganzen Streifen, die, wenn er erregt oder wütend ist, kommen die Streifen nämlich hier zu Gesicht. Hier oben noch eine kleine Metallplatte oder ähnliches, auch die Haare schön gestaltet und der Umhang ist aus einem weichen Material, der hier angedeutet mit einem Art Gurt ist, der hier lose an der anderen Seite ist.
Der Mantel kann dann ausgezogen werden. Weiches Material. Auch hier die Brosche nicht schlecht. Und dann auch hier am Gürtel noch so Details, wo ich jetzt aber nicht weiß, was das sein soll. Der Kragen hier auch detailreich gestaltet. Und als Waffen hat er hier jetzt diese zwei doppelklingigen Messer, welche man ihn hier in die Hände geben kann. Und sie fügen sich auch ganz, ganz gut ein. Ich habe mal gelesen, dass es bezüglich der Gesichtsnarben, sage ich jetzt hier mal dazu, ein Feature geben soll. Und zwar, wenn er kalt ist, sieht man die wohl deutlicher, als wenn er warm ist. Also ich habe jetzt probiert, er war bei mir ewig im Kühlschrank gelegen. Und die kam eigentlich ganz gut hervor, beziehungsweise jetzt habe ich ihn warm gemacht. Die Finger und die kommen noch deutlicher hervor. Also das ist ein kleines Feature, das jetzt nirgendwo beschrieben ist, das ich auch zufällig im Internet ausgefunden habe. Und später kommt dann nämlich nochmal eine Figur, bei der klappt es aber. Als nächstes springen wir zurück zur Episode 8 und zwar mit Vizeadmiral Holdo, welche die Nummer 80 ist. Und auch hier in Deutsch, die Kommandantin des Kreuzers des Widerstandes Ninka, Vizeadmiralin Holdo, ist seit Jahren eine vertrauenswürdige Verbündete von General Leia Organa. Mit ihren durchdachten Worten strahlt Holdo ein ruhiges Selbstbewusstsein aus, aber nicht das, um die einfallende Finsternis zu erhellen. Aber reicht das, Entschuldigung. Was ich jetzt seit vorhin entdeckt habe, ist auch hier noch ganz interessant. Hier unten bei den Sicherheitshinweisen in verschiedenen Sprachen. Hier in Deutsch. Manche Positionen müssen zusätzlich gestützt werden. Also, Holdo. Eine eigentlich langweilige Figur. Umstritten in einem umstrittenen Film, aber trotzdem eigentlich schön gearbeitet und irgendwie der Schauspielerin Laura Dern eigentlich schon gut aufs Gesicht getroffen. Details hier mit dem Arm, mit dem Diadem hinten im Haar, die Locken und die Schmuck-Accessoires, die sie hat, alle in lila. Oder ist das Schweinchen pink? Ja, ich würde jetzt ganz sagen, schreibt es unten in die Kommentare, aber geht ja nicht mehr. Auch hier die Verzierung, also finde ich nicht schlecht gemacht. Dennoch, wie gesagt, eine Admiralin, die jetzt ja nicht wie ein Admiral aussieht. Hier der Stoffkleid mit dem Plastik- oder Weichgummi. Hintenteil. Also sie hat immer wieder was unten drunter an, dass die alle ein Body tragen. Ja gut. Beigepackt eine Blasterpistole, zwei Farben. '81 ist wieder ein Sprung in Episode 2, und zwar hier mit Padmé Amidala, die erste ihrer Art,
wieder Nummer 81. Auch hier im Hintergrund wieder auf Deutsch. Padmé Amidala war eine mutige, hoffnungsvolle Anführerin. Zunächst als Königin und später als Senatorin von Naboo, die zudem gut mit einer Schusswaffe umgehen konnte. Trotz ihrer Ideale und ihres Einsatzes für den Frieden sollte sich ihre geheime, verbotene Heirat mit dem Jedi Anakin Skywalker als verheerend für die Galaxis herausstellen. Eine sehr schön getroffene Natalie Portman, wie ich finde. Hier auch sogar der Leberfleck. Die in weiß gekleidete Padmé, welche zur Befreiung in diesem Outfit von Obi-Wan auf Geonosis eilt, hat hier einen Umhang, der nicht aus Stoff ist, aber trotzdem sehr detailreich gestaltet, dieses Muster. Der Gürtel wirkt etwas lapprig angebracht, aber hält in den Hüften ganz gut. Und auch hier diese Armreife, welche vorher schon sie dran hatte. Das Cape kann abgenommen werden, wenn man der Kopf wegbringt. Okay, ich lasse es dran. Also es ist nicht die Battle Arena Padmé Amidala, welche dann hier hinten ein paar Kratzer vom Nexu hat. Aber trotzdem finde ich eine schöne Figur. Und sie kommt mit einem Blaster, ihren Naboo Blaster, welchen man hier in die Hand geben kann. Oder eben hier in das mitgelieferte Holster hineinschiebt. Und ein zweiter Blaster war dabei, nämlich jener von den Kampfdruiden. Hier sehr schön abgenutzt und mit einem breiten, sehr breiten Griff. Und deshalb gibt es noch eine zweite Hand, welchen diesen Griff hier oder diese Waffe einfach besser greift, beziehungsweise dass die andere Hand, welche jetzt hier schon dran ist bei ihr, nicht ausleiert. Weiter geht es mit einem neuen Jedi-Ritter, Mace Windu, Jedi-Meister, mit der Nummer 82. Der düstere Jedi-Meister Mace Windu mit dem amethystfarbenen Lichtschwert war der Held des Jedi-Ordens. Er kannte keine Toleranz für das Versagen des Senats, die Argumente von Politikern oder die Meinungen rebellischer Jedi. Tja, andere würden sagen, das Lichtschwert ist lila. Mace Windu war auch hier sehr gut getroffen vom Gesicht her, Samuel L. Jackson. Hat endlich das bekommen, was ich schon in den anderen alten Videos, wo Qui-Gon Jinn dabei war oder Obi-Wan Kenobi, erhalten hatte, und zwar einen Umhang. Eine Jedi-Robe, Ausgehmantel, endlich. Es ist natürlich etwas immer die Sache mit dem Für und Wider eines Stoffumhanges, aber man hat wenigstens endlich mal was. Vorteil eines Stoffumhanges ist, er kann ausgezogen werden und die Arme sind unten drunter dann angepasst an den Unterteil. Die Bewegung ein bisschen eingeschränkt durch den Unterrock, aber hier mit den Schlitzen dran geht die Bewegung. Beigebackt sein individuelles gestaltetes Lichtschwert hier mit lila farbenen Look. Ich kann das Wort jetzt nicht wiederholen, was hinten drauf gestanden war. Auf jeden Fall
müsste es hier rauszumachen sein. Jawohl. So dass der Griff nur alleine auch in die Hand gegeben werden kann. Leider keine Öse oder Aufhängung, damit man es irgendwie an den Gürtel geben kann. Aber gut, man kann nicht alles haben. Immerhin habe ich einen Umhang. Und den Schwertknauf wieder hineingesteckt. Und da ist er. It's a badass Jedi. Und die letzte Figur für heute, die Nummer 83, ein Battle Droid in Weiß. Anstelle von Kriegern aus Fleisch und Blut bevorzugen die Separatisten den Einsatz tapferer, loyaler Soldaten ohne Verstand, die sich einfach steuern lassen. Kampfdroiden sind von geringer Intelligenz und keine würdigen Gegner für Klonsoldaten oder Jedi. Allerdings spielt die Intelligenz bei ihrer Entwicklung auch keine Rolle. Sie sollten nämlich die Zivilisten der Republik allein durch ihre immense Anzahl überwältigen, was ihnen sehr effektiv gelingt. Dieser Battle Droide ist, finde ich, klasse gemacht. Die waren damals schon stabil und nicht unbedingt zu lapprig. Und er hat wirklich viele Gelenke. Also er hat im Prinzip die gleichen Gelenke wie sonst. Aber bei den Droiden kommt es immer noch besser zur Geltung. Auch der Kopf hier. Was das zu bedeuten hat, weiß ich leider nicht, warum das der hier herauszufahren ist. Weil er ist nicht zu entfernen. Na gut. Hier hinten hat er dann ja auch nochmal so einen kleinen Fortsatz, den man hier bewegen kann. Und hier hinten der Rucksack, der auch abzunehmen ist. Hat er zwei Antennen, die, na komm schon, herausgefahren werden können, separat. Finde ich auch sehr schönes Gimmick. Und zum Weiteren hat er hier ein kleines Loch, welches für die mitgelieferte Blaster von Bedeutung ist. Nämlich, wie in Episode 1, wird er hier verstaut. Sollte man nun den Kanister nicht hier brauchen, gibt es hier noch eine zweite kleine Senderantenne, da dieser Kanister ja mehr für die eine Ersatzbatterie ist. Und hier ein Empfänger, wie die Kommandanten der Droiden hatten. Und man steckt hier am besten auf der linken Seite die Antenne hinein. Und schon hat man eine Art Commander-Kampfdroiden. Oder von Episode 2 oder so. Oder Clone Wars. Sehr schön finde ich auch hier diese Abnutzungsspuren. Es gibt, glaube ich, auch noch Variationen. Ähnlich wie damals schon bei den Episode 1 Battle Droiden, wo es dann vier verschiedene gab. Einen weißen und so. Aber ich habe jetzt noch kein Bild gefunden, ob das wirklich so ist. Oder ich habe es ja auch nur nirgends anders gesehen. Wie dem auch sei, dadurch, dass die Bewegung so super ist, kann auch der Kampfdroide zu einem kleinen Paket zusammengebaut werden. Hier mit der Schiene und dem Gegenstück dazu können die Beine ein bisschen aufgebogen werden. Die Arme ein bisschen nach oben, dann kommen sie hoch. Arme hier vorne rum.
Und der Kopf war eigentlich hier so nach vorne gebeugt. Sollte eigentlich gehen. So, bauen wir mal den hier wieder ran. Na, komm schon. Und so wurden sie dann angeliefert von den Transportern. Als erstes ging dann hier hinten. Naja. Die Füße hoch. Und dann griffen sie natürlich hier hinter und holen sich ihre Schusswaffe. Wobei diese Schusswaffe sehr gut in die Hände passt und hier eben positioniert werden kann. Aus dem kleinen Antennensackchen kann man die Antenne auch rausbauen. Und hier natürlich wieder reinfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!